Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Minister, sehr geehrte Herren Minister. Mit dem vorliegenden Budgetbegleitgesetz 2021 sollen weitere Corona-Hilfen beschlossen und die Kurzarbeit verlängert werden. 33 Gesetze sollen geändert und 5 neu geschaffen werden. Ich mache es heute anders. Ich fange einmal mit dem Positiven an. Vielleicht habe ich dann die ungeteilte Aufmerksamkeit auch in der Regierungsbank und nicht wie üblich die geteilte Unaufmerksamkeit. Mit der Verlängerung der Kurzarbeit bis 31. März 2021 ist arbeitsmarktpolitisch das für die Betriebe sicher ein Segen und gibt zumindest ansatzweise auch den Mitarbeitern die Gewissheit, auch nach der Krise in einem halbwegs gesunden Unternehmen weiterarbeiten zu können. Ausdrücklich bedanken möchte ich mich hier bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeitsmarktservice. Auch in der Phase 3 der Kurzarbeit funktioniert das für die Betriebe wirklich hervorragend und sie leisten wirklich eine engagierte und wertvolle Tätigkeit. Ebenso positiv ist die Aufstockung des Familienhärtefonds für Familien in Notlagen um weitere 50 Millionen. Allein die Tatsache, dass dieser Fonds nun schon zum dritten Mal aufgestockt werden muss, zeigt aber deutlich, wie viele Familien in der Corona-Krise besonders hart getroffen wurden. Ein Teil des Budgetbegleitgesetzes ist auch die vereinbarte Pensionserhöhung für 2021. Die Regierung beabsichtigt demnach Pensionen unter 1.000 Euro sowie sämtliche Ausgleichszulagen, Richtsätze und Opferrenten im kommenden Jahr um 3,5% zu erhöhen. Damit steigt die Mindestpension auf 1.000 Euro und das ist gut so. Seit der vom Nationalrat beschlossenen Abschaffung des Pflegeregresses erhalten Länder und Gemeinden jedes Jahr speziell Zweckzuschüsse in dreistelliger Millionenhöhe, um die entstandenen Einnahmenausfälle und Zusatzkosten zu kompensieren. Diese Praxis soll laut Budgetbegleitgesetz auch in den Jahren 2021 bis 2024 fortgesetzt werden. Demnach werden auch in den nächsten Jahren zusätzlich zum gesetzlich verankerten Betrag von 100 Millionen jährlich 200 Millionen an Länder und Gemeinden fließen, die das Geld auch dringend benötigen. Für die weitere Unterstützung der Non-Profit-Organisationen hat die Regierung für 2021 250 Millionen veranschlagt. Der Unterstützungsfonds soll entsprechend aufgestockt werden, damit will man die Arbeitsplätze im gemeinnützigen Sektor sichern, wobei neben den klassischen NGOs vor allem Sport- und Kulturvereine und freiwillige Feuerwehren, aber auch gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften anspruchsberechtigt sind. Für die Länder und somit für den Bundesrat besonders wichtig ist der Ersatz der Corona-bedingten Aufwendungen. Mit 150 Millionen Euro veranschlagt die Regierung weitere Zahlungen an die Länder, die der Abdeckung außerordentlicher Aufwendungen im Rahmen der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie dienen sollen. Hierbei geht es etwa um Ausgaben für Schutzanzüge oder auch den Betrieb der Hotline 1450. Problematischer sehe ich hingegen die veranschlagten 230 Millionen für den Covid-Impfstoff und die Antigen-Schnelltests. Grundsätzlich ist ja nichts dagegen zu sagen, dass der Staat für die Mitbürger, die sich freiwillig, und ich betone freiwillig, testen und impfen lassen wollen, hier auch für den Impfstoff oder für die Tests bezahlt. Mein Vertrauen in die Regierung bei der Besorgung der Tests, und mein Kollege Spanring hat es heute schon angesprochen, geht bei der Besorgung dieser Impfstoffe und auch der Tests ja gegen null. Allein die Tatsache, dass der Einkaufspreis für die Tests in Österreich im Schnitt 6,70 Euro ausmachen, in der Slowakei, die Slowakei hat dafür im Schnitt 4 Euro bezahlt und das bei gleicher Abnahmemenge, beweist jetzt nicht gerade ein vertrauenswürdiges Beschaffungswesen. Allein der Preisunterschied kostet die Österreicherinnen und Österreicher 27 Millionen Euro. Aber was wurde wieder mal gemacht? Zuerst machen wir eine Pressekonferenz und hinten noch schaut man, wo man vielleicht die Tests herbekommt wahrscheinlich. Somit steigt natürlich wieder mal bei den drei Anbietern, die gelistet sind, der Preis. Das kann man eigentlich nur als Anfängerfehler bezeichnen. Wenn man in einer Handelsakademie Markt und Preis vergleicht, dann weiß man, dass der
gestiegenen Markt auch den Preis erhöht. Aber wenn man zuerst anfängt, eine Pressekonferenz damit zu machen und dann hinten noch erst schaut, wo bekommt man das überhaupt her, dann ist es nicht verwunderlich, dass dann der Steuerzahler mehr zahlen muss. Ja, und was dann bei der Beschaffung des Impfstoffes herauskommt, da möchte ich jetzt noch nicht einmal drüber nachdenken. Ja, jetzt liegt sie also vor, die budgetäre Antwort auf die Corona-Krise. Ob wir sie uns aber tatsächlich auch leisten können, wie der Herr Finanzminister sagt und glaubt, das liegt sicher in der Zukunft. Für die nächsten Jahre bin ich mir sogar noch fast sicher. Für die Generationen nach uns habe ich aber schon meine Bedenken. Bei dem angestrebten Wirtschaftswachstum und einer begleitenden niedrigen Zinspolitik könnten wir es stemmen. Wir sind ein reiches Land, Gott sei Dank. Wir können uns viele Ausgaben leisten und durch die Krise das Land führen. Aber glauben wir wirklich alle, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Zinsen bei nahezu 0% bleiben? Glauben wir wirklich, dass nach der Pandemiewelle, nach der Corona-Welle nicht auch eine Insolvenzwelle über uns hereinschwappt? Da machen wir auch keine Sorgen um unsere Banken und unsere Kreditinstitute. Die haben sich seit 2008 ihre Kredite abgesichert. Aber was ist mit den Ausfällen bei Krankenkassen, Gesundheitskassen, beim Finanzämtern? Das trifft dann wieder die Allgemeinheit. Und ich bin mir sicher, dass das in dem Budget für nächstes Jahr oder auch in einer mittelfristigen Finanzplanung noch nicht eingepreist ist. Ja, ebenso entsteht bei einer Insolvenzwelle auch ein zusätzlicher Dominoeffekt auf noch gesunde Unternehmen. Wie gesagt, die Banken sind großteils besichert, aber die Lieferanten werden wahrscheinlich in der Privatwirtschaft wieder zum überwiegenden Teil durch die Finger schauen müssen. Ich muss aber der Regierung zumindest eine gewisse Lernfähigkeit attestieren. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass die gesamte Opposition immer wieder auf komplizierte Abwicklung eines Teils der Hilfen hingewiesen hat. Und hier spreche ich ausdrücklich nicht von der Kurzarbeit. Aber immerhin kann man den Umsatzersatz jetzt relativ leicht über die Plattform Finanz Online durchführen und das ohne einen Steuerberater. Und siehe da, den Finanzämtern ist die administrative Aufgabe auch zuzumuten und sie bewältigen das auch. Die Frage bleibt aber nur, warum hat man das nicht gleich so gemacht? Ja, und daran anschließend bringe ich noch folgenden Entschließungsantrag der Bundesräte Thomas Diem, Christoph Stein und weiterer Bundesräte ein, betreffend Schadensabgeltung nach dem Epidemiegesetz zur Bewältigung der Covid-19-Krise. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, die erforderlichen Schritte im Sinne der Umsetzung eines Wirtschaftsreparaturpakets zu setzen, das geeignet ist, jenen Privatpersonen sowie Wirtschaftstreibenden, die von Covid-19-Krise massiv und existenziell betroffen sind, unmittelbar, sofort und in ausreichendem Maß zu helfen. Dieses Wirtschaftsreparaturpaket hat die Umsetzung nachstehender Maßnahmen unter der Zielsetzung der Übernahme einer ökonomischen Generalhaftung des Staates sowohl für Unternehmer als auch für Arbeitnehmer sicherzustellen. Erstens, voller Entschädigungsanspruch für alle Betriebe, die durch das Betretungsverbot betroffen sind, in jener Höhe, die diese erhalten hätten, wenn ihr Betrieb aus Grundlage des Epidemiegesetzes geschlossen worden wäre. Sofortige antraglose Akontozahlung durch die Finanzämter an alle Unternehmen, die sämtliche Kosten und einen entsprechenden Unternehmerlohn auch für die nächsten 3 Monate abdeckt und sämtliche Abwicklung der Maßnahmen über die Finanzämter. Dann habe ich noch einen zweiten Entschließungsantrag der Bundesräte Thomas Diem, Christoph Steiner und weiterer Bundesräte betreffend Rettung der direkten Demokratie in Vorarlberg. Der Antrag liegt Ihnen auch vor. Der Bundesrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird vor dem Hintergrund der krisenbedingten Schwierigkeiten beim Zusammentreten von Selbstverwaltungskörpern aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, welche eine Rechtsgrundlage für die Durchführung von Volksabstimmungen in Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinden auf Verlangen des Gemeindevolkes wie im Vorarlberger Landesvolksabstimmungsgesetz vorgesehen schafft. Dankeschön.